Hallo und herzlich willkommen zur JavaScript-Tutorial-Serie für ponutorials.de. Mein Name ist Dennis Panyuta und in dieser Tutorial-Serie werde ich die Grundlagen für JavaScript unterrichten. Und dazu bringe ich dir erst einmal die Alerts bei, beziehungsweise eigentlich geht es eher darum, erstmal zu verstehen, was ist JavaScript, wozu ist JavaScript gut und was kann man damit eigentlich machen. Und wie unterscheidet sich das jetzt zu HTML und CSS und wie arbeiten die zusammen? Also im Prinzip ist es so, dass JavaScript eine Programmiersprache ist. Aber es ist keine Programmiersprache im klassischen Sinne, sondern eigentlich eher eine Scriptsprache. Und diese können wir verwenden, um eben Programme zu schreiben, die in einem Browser abgespielt werden. Und das Coole ist eben, dass heutzutage unsere Smartphones so gut sind, dass sie Browser abspielen können und auch eben diese Applikationen im Browser abspielen können. Und um nun besser zu verstehen, was eigentlich der Zusammenhang zwischen HTML, CSS und JavaScript ist, habe ich hier auf meiner Seite ponutorials.de das Ganze kurz zusammengefasst. Und zwar hier, HTML ist für die Struktur und den Inhalt zuständig, also was steht so auf deiner Homepage. Dann CSS ist fürs Aussehen und die Gestaltung, wie gut sieht deine Homepage aus. Und JavaScript ist dann fürs Verhalten und die Interaktivität zuständig. Also was kann man auf deiner Homepage eigentlich machen, beziehungsweise mit deiner App eigentlich machen, wenn was passiert, wenn man einen bestimmten Button drückt oder passieren bestimmte tolle Sachen im Hintergrund oder sowas. Und dafür braucht man dann eben JavaScript. Und wenn man sich das jetzt als Frau vorstellt, dann kann man sagen, okay, HTML, was hat sie in der Birne? CSS, wie gut sieht sie aus? Und JavaScript, was hat sie auf dem Kasten? Und ich finde das eigentlich einen guten Vergleich, wo man wirklich sagen kann, ja. HTML, da kümmern sich viele drum, HTML ist für viele ganz wichtig, aber noch wichtiger ist wohl eher CSS, wie gut schaut es denn aus? Aber ich bin dann eher so der Typ, ich finde es ganz gut, wenn ich weiß, dass die Dame auch was auf dem Kasten hat, also JavaScript ist dann doch ein recht wichtiger Bestandteil und um den kümmern wir uns jetzt. Also, damit wir loslegen können, damit wir endlich mal die ersten Zeilen Code schreiben, weil ich bin jetzt hier schon seit 2 Minuten am Reden und wir haben noch keine einzige Zeile Code geschrieben, unfassbar, müssen wir Notepad herunterladen, Notepad++, also Notepad habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr Windows verwendet, aber Notepad++ ist das Top-Tool dafür. Und dazu könnt ihr auf die Notepad++ Seite gehen, das könnt ihr googeln, Notepad++ Download oder und dann hier eben den Download von der Webseite verwenden, Download, oder ihr geht einfach auf meiner Seite hier Notepad++, klickt drauf, kommt auf die Download Seite automatisch und lädt es euch runter. Zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Tutorial gemacht habe, war 6.5.3 die aktuellste Version, also seid nicht erschrocken, wenn es eine andere Version ist, wenn ihr jetzt da dran seid. Dann installiert ihr am besten das Programm. Hier, ich lasse mal, ja gut, ich kann es auf Deutsch stellen. Deutsch und Installer Language Deutsch. Dann installieren wir das Programm mal. Ich lasse mal alles im Standard. Standard. Hier könnt ihr euch einen Shortcut auf dem Desktop erstellen lassen. Lasst euch hiervon nicht beeinflussen oder beeinträchtigen. Einfach auf Installieren drücken. Und damit installieren wir Notepad 6.5.3. Und jetzt wollen wir das gleich mal ausführen. Das Programm bietet uns an. Ausführen. Jawohl. So, da wären wir schon. Notepad wurde ausgeführt. Notepad++. Ihr seht, hier haben wir 2 offene Seiten. Jetzt schließe ich die mal und es öffnet sich automatisch New 2. Und da JavaScript ganz eng mit HTML zusammenarbeitet, müssen wir jetzt erst einmal den Standardcode von HTML hinzufügen. Und zwar, ihr wisst ja, Doctype, HTML, dann das HTML-Tag, wieder schließend HTML. Und wir brauchen natürlich den Body, unser guter alter Body. So, und innerhalb dieses Bodies müssen wir nun den JavaScript-Code einfügen. Und um nun JavaScript zu verwenden, müssen wir ein Script-Tag verwenden. Also ihr kennt das hier von HTML, wo ihr HTML als Tag hier zum Beispiel habt, oder das Body-Tag. Und das gleiche müssen wir jetzt mit Script machen. Und zwar sieht das dann so aus. Script. Und da es verschiedene Script-Sprachen gibt, müssen wir dem Browser noch sagen, welche
Version von, also welche Script-Sprache wir nun verwenden möchten. Bei neuen Browsern ist das nicht mehr nötig, weil die dann sofort wissen, HTML5 zum Beispiel weiß dann sofort, hey, hier handelt es sich um JavaScript. Aber wenn wir einen älteren Browser verwenden, zum Beispiel Internet Explorer 3.0 oder sowas, dann würde der das vermutlich nicht hinbekommen. Und soweit ich weiß, kann noch nicht mal der aktuellste Internet Explorer HTML5 richtig verarbeiten. Also auf jeden Fall am besten auf Nummer sicher gehen und den folgenden Code einfügen. Und zwar type equals und dann text slash JavaScript. Was wir hier nämlich machen, ist dem Browser sagen, hey, ich möchte jetzt in den nächsten Zeilen Script Code einfügen. Und dieser Script Code ist JavaScript Code. Und wie wir es kennen, müssen wir diesen Tag auch wieder schließen, Script. Und alles, was jetzt hier innen drin passiert, also zwischen den beiden Script Tags, ist unser JavaScript Code. Das heißt, unser Programm, wenn man so möchte, was wir jetzt programmieren möchten. Und weil es das erste Tutorial ist, möchte ich euch gleich mal die wichtigsten Tricks zeigen. Und zwar, wie ihr heranscrollen könnt. Boom. Habt ihr es gesehen? Boom. Nochmal. So, jetzt könnt ihr es wahrscheinlich noch besser lesen. Ich hoffe, es war in Ordnung, das vorher zu lesen. Das habe ich jetzt gemacht, indem ich Steuerung und Run und Vorwärts scrollen verwendet habe. Also, wir möchten jetzt in diesem Fall einfach nur den ersten Code ausführen. Da fällt mir dann noch auf, dass hier der Head noch fehlt. Also Head füge ich den mal kurz ein. Für diejenigen, die sich auskennen, die wissen Bescheid. Und jetzt fangen wir nicht mit dem Code an. Der sieht nämlich folgendermaßen aus. Dazu erstellen wir hier document.write. Und folgt jetzt einfach mal kurz. Ich schreibe das jetzt mal aus, dann erkläre ich genau, was ich hier mache. Mein erster JavaScript Code. So, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was heißt dieses Document, was heißt dieses Write und warum habe ich hier Klammern und Gänsefüße und Ausrufe und hier Semikolons und so. Also, was ich euch jetzt auf die Schnelle erklären kann, ist, dass diese Gänsefüße sind dafür da, zu sagen, das, was jetzt folgt, ist reiner Text. Also, ich sage hier im Prinzip, hey, Gänsefuß fängt an, das ist reiner Text, Gänsefuß hört auf, Text ist fertig. Dann dieses Semikolon habe ich hier, um dem Programm zu sagen, hierbei handelt es sich um eine Anweisung. Das heißt, der Code, der hier ist, ist eine Anweisung und mit dem Semikolon beende ich diese Anweisung. Damit weiß das Programm, wann es etwas ausführen soll. Und all die anderen Komponenten erkläre ich euch Stück für Stück. Also im Prinzip, was dieses Document bedeutet, was dieses Write bedeutet und warum wir jetzt hier gerundete Klammern haben. Aber jetzt, was wir machen, ist erst einmal das Ganze speichern und uns das Ganze mal im Browser angucken. Dazu könnt ihr hier ausführen und dann könnt ihr euch auswählen oder könnt ihr auswählen, in welchem Browser ihr das gerne ausgeführt haben möchtet. Ich launche das mal in Chrome und ziehe das hier rüber und sehe, mein erster JavaScript Code. Hier, jetzt zoome ich mal ein bisschen ran, damit das ein bisschen größer ausgegeben wird. Und damit hätten wir unseren ersten JavaScript Code geschrieben. Jetzt wollen wir aber natürlich viel cooleres Zeug als nur reinen Text machen, weil reiner Text, das haben wir ja schon gehabt mit unseren HTML-Fähigkeiten. Und um das jetzt noch ein bisschen cooler zu machen, fügen wir hier einen Alert hinzu. Und zwar, Alert ist eine Funktion, was eine Funktion ist, erkläre ich später, also in einem späteren Tutorial. Und Alert wirkt mir jetzt etwas ausgeben. Also ich gebe jetzt hier aus, gib mir was aus. Alert heißt im Prinzip Benachrichtigung, also wie eine Notification in eurer App, wenn dann irgendwie plötzlich so ein Pop-up, so ein kleiner Pop-up kommt, sowas macht Alert auch. Und dieser sagt mir jetzt, gib mir was aus. Und für diejenigen, die jetzt vorsichtig waren, die werden sehen, hey, da fehlt doch irgendwas. Und zwar fehlt hier ein Semikolon, was auch wiederum aussagt, das ist hier eine Anweisung. Also speichern wir das Ganze nochmal und lassen das Ganze nochmal an unserem Browser laufen. Und aktualisieren mal hier. Und ihr seht hier, JavaScript Warnmeldung, gib mir was aus. Im Prinzip gib mir einen Drink aus oder so. Für diejenigen über 16 oder über 18. So, damit hätten wir das erste Tutorial abgeschlossen. Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass wir Script-Tags brauchen, um JavaScript zu verwenden, also um in JavaScript zu programmieren.
Und das tun wir innerhalb des Bodies, unserer HTML-Datei. Und innerhalb dieses Scripts können wir dann eben den Programmiercode einfügen. Und was wir jetzt hier getan haben, waren im Prinzip zwei Zeilen auszugeben. Die eine, die uns einfach nur einen Text in unsere HTML-Output einfügt. Und das andere eine Alert bzw. eine Benachrichtigung, die dann eben sagt, gib mir was aus. So, und damit wären wir schon fertig mit dem ersten Tutorial. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Im nächsten Tutorial werden wir noch viel cooleres Zeug lernen. Und zwar werde ich euch Variablen beibringen. Und deswegen schaut euch das nächste Tutorial am besten direkt an. Gar nicht lange zögern. Und abonniert meinen Channel, besucht meine Homepage. Und einen schönen Tag euch.